Hallo, mein Name ist Mirko Wurf und ich zeige Ihnen heute eine knusprig gebackene Ente mit orangen Apfelfüllung. Also wir haben eine 2 Kilo Ente, Cherry Valley Enten, die sind ein Stück kleiner wie Peking Enten, haben weniger Fett, dafür mehr Fleisch. Da schneiden wir zuallererst den Halslappen ab, dann die Flügelspitzen. Die kann man dann später für die Soße nehmen oder zum Brühe kochen. So, das war's schon. Dann hier drinnen gucken, das nehme ich immer ganz gerne noch mit raus, das Fett. So, ansonsten die Ente, wie gesagt, 2 Kilo. Das ist eine Ente, da bekommt man schön 2 Portionen raus. Die Ente habe ich schon gewaschen. Die werden wir jetzt innen und außen würzen mit Salz und Pfeffer. Ganz wichtig unter den Flügeln. Und unter der Keule Pfeffer aus der Mühle und dann werden wir die Ente füllen. Dazu haben wir Orangen gewaschen, die schneiden wir einfach klein. Dann nehmen wir Äpfel, dann nehme ich vorzugsweise einen Boskopfapfel, der hat eine schöne Säure, das macht das Ganze noch ein bisschen frischer. Dann dazu Ingwer, der macht das Ganze frisch. Fruchtig, den schneiden wir auch klein, in kleine Scheiben. Da reicht ein kleines Stück. Zack, kommt hier mit rein. Dazu kommen noch ein paar Zwiebeln. Das kommt in die gewürzte Ente mit rein. Schön richtig voll machen. Dann ruhig noch ein bisschen was außen rum. Da bekommt die Ente von außen dann auch noch ein bisschen Geschmack. Ich gebe nur noch eine Tasse Wasser dazu, bevor wir die Ente in den Ofen schieben, für ca. 2 Stunden bei 160 Grad. Wichtig ist, dass man zwischendurch die Ente mit dem Fond übergießt, damit sie schön knusprig wird. So, die fertige Ente. So, schön knusprig. Um zu testen, dass die Ente auch wirklich gar und weich ist, sticht man mit einer Gabel oder einem kleinen Messer in die Keule rein. Wenn dort kein roter Fleischsaft mehr rausläuft, ist die Ente fertig. Gut, nun zeige ich Ihnen noch, wie wir die Ente auslösen. Dazu zunächst den Glücksknochen entfernen. So. Dann mit einem scharfen Messer entlang der Keule schneiden. Und am Brustknochen entlang schneiden und im Gelenk durchtrennen. Jetzt haben Sie eine schöne Portion auf dem Teller, ohne viele Knochen. Wir empfehlen als Beilage Rotkraut oder Rosenkohl und dazu Thüringer Klöße. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de